In diesem Video wird jetzt der 18. Durchgang beendet. Das ist übrigens schon das 36. Video der Quiz-Tool-Kategorien-Meisterschaft. Also, ja, haben wir schon einiges hinter uns. Wir fangen an gegen Chino. 2:1 bin ich da in Führung nach 3 Runden. Musik und Netz habe ich auch für mich entschieden, die Kategorie. Okay. Jetzt geht es erstmal weiter mit die 2000er. Mal schauen, wie es da so läuft. Im Frühjahr 2012 kaufte Facebook eine beliebte Foto-App für Smartphones für 1 Milliarde Dollar. Wie heißt diese App? Das war Instagram, ganz klar. Wann fand der letzte kommerzielle Flug eines Concorde-Flugzeuges statt? Am 24. Oktober 2003, ebenfalls korrekt. Und dritte Frage, die 2000er. Wie hieß das Orkantief, das im Oktober 2013 erhebliche Schäden in Norddeutschland verursachte? Daran kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, da war ich 12 Jahre alt. Ich tippe mal einfach auf Benno, das ist falsch. Christian wäre ich gewesen, aber somit habe ich trotzdem die Kategorie für mich entschieden. Jetzt darf ich mir also wieder die Kategorie aussuchen in Runde 5. Und da haben wir folgende zur Auswahl: Computerspiele, Bücher und Wörter oder Glaube und Religion. Und dann nehmen wir Bücher und Wörter. Worum geht es in dem Buch 11 Minuten 2003 erschienen von Paulo Coelho? Kindesmissbrauch, vielleicht eine Prostituierte tatsächlich, okay. An wen war Johann Wolfgang von Goethes Werk Sessenheimer Lieder gerichtet? An seine Mutter, nein, an seine Geliebte, okay. Und letzte Frage, Bücher und Wörter. In welcher Stadt arbeiten die Heinzelmännchen der Sage nach? In Essen, nein, in Köln. Also knapp daneben, ist auch vorbei. Summe Bücher und Wörter, leider alles falsch. Die nächste Kategorie gegen Chino ist jetzt Sport und Freizeit. Mal schauen, wie ich mich hier so schlage. Wer stand in seiner Formel-1-Karriere 155 Mal auf dem Podest? Michael Schumacher, und das ist korrekt. Weiter geht's. Wo kommt der ehemalige Basketball-Bundesligist Dragons? Aus Würzburg, vielleicht nein, aus Quakenbrück, okay. Und letzte Frage, Sport und Freizeit. Aus welchem französischen Kartenspiel entwickelte sich in den USA das Casinospiel Blackjack? Uno, Skat, 17 und 4 und, oder Mau Mau? Ich gehe mal auf Mau Mau und es war 17 und 4. Und somit eine Frage richtig bei Sport und Freizeit, aber das reicht dieses Mal schon für den Sieg in dieser Kategorie. Rund um die Welt wird also die nächste Kategorie. In welchem Ort in Österreich kam es im Februar 1999 zu einer Lawinenkatastrophe, die 38 Opfer forderte? In Kitzbühel vielleicht, nein, in Galtür, okay. Wie heißt der Stausee bei Las Vegas? Lake Mead. Und dritte Frage, rund um die Welt im ÖPNV von Madrid ist Mansplaining untersagt. Was ist damit gemeint? Wie auf Sitzen, die wir nein, breitbeinig sitzen, okay. Weiß ich jetzt nicht, warum das verboten ist, aber ja, nur eine Frage richtig bei Hund um die Welt. Als nächstes wähle ich mal zurückende Zeit aus, weil die anderen beiden Kategorien Macht und Geld und die 2000er hatten wir schon in diesem Durchgang. Auf welchem Weltmeer wüteten die Seehäuber des 17. und 18. Jahrhunderts am schlimmsten? Pazifik, Atlantik, Ostsee oder Indischer Ozean? Am Pazifik, und das war tatsächlich wieder am Atlantik, also die beiden Ozeane bringe ich echt oft durcheinander. In welchem Jahr trat das Saarland der Bundesrepublik Deutschland bei? Weil Saarland war ja früher bei Frankreich sogar mit dabei, soviel ich weiß. 1957 war das der Fall, das ist korrekt. Und letzte Frage, Zeugen der Zeit. Wer folgte Elisabeth I. 1603 auf den Thron Englands? Wilhelm war es? Nein, Jakob I. war es, okay. Somit Zeugen der Zeit auch nur eine Frage korrekt beantwortet. Jetzt geht es weiter mit Comics. Hatten wir auch noch nicht in diesem Durchgang. In welcher Serie ist Shaggy eine der Hauptfiguren? Pondus vielleicht nennt Scooby-Doo, okay. Für welche Zeichentrickserie sang Frank Zander den deutschen Titelsong? Für die Ninja Turtles, das ist korrekt. Und dritte Frage, Comics. Welches ist kein Werner-Comicbuch von Brösel? Polizei Oster, und das ist auch korrekt. Zwei richtige bei Comics kann sich auch sehen lassen. Glaube in Religion wird also die vorletzte Kategorie in diesem 18.
Durchgang. Wie viele Götter gibt es laut dem Islam? Nur ein Gott natürlich. Was bedeutet es im Buddhismus, wenn man aufgeklärt ist? Man meditiert, nein, man ist frei vom Einfluss der Sinne. Und dritte Frage, Glaube in Religion, welcher der folgenden ist ein meditativer Zustand im Buddhismus? Zitate ist falsch, Jnana wäre richtig gewesen. Und somit auch bei Glaube in Religion nur eine Frage korrekt beantwortet. Die letzte Kategorie in diesem 18. Durchgang wird Essen und Trinken. Eine Kategorie, die ich meiner Meinung nach sehr oft genommen wird von Gegnern, aber ich habe jetzt 10.000 offene Spiele gefühlt und niemand hat Essen und Trinken gewählt, aber jetzt kommt es mal. Welches der folgenden Lebensmittel enthält die meisten Kalorien pro 100 Gramm? Das sind tatsächlich Haselnüsse, okay. Wonach schmeckt grüne Götterspeise? Nach Waldmeister, das ist wieder eine leichte Frage. Und was ist Aligot? Könnte alles sein. Ich gehe mal auf Kartoffelbrei, Käse und das ist sogar korrekt. Zwei Fragen richtig. Ist in Ordnung und jetzt kommen wir noch zu den Statistiken. Am Ende gibt es jetzt noch die Statistiken vom 18. Durchgang. Die Top 3 Kategorien waren dieses Mal die 2000er draußen im Kühn und Macht und Geld. Und die Flop 3 Kategorien dieses Mal Körper und Geist rund um die Welt und Wunder der Technik. Ja, die Bilanz war ausgeglichen von den Siegen und Niederlagen her. 7 Siege, 7 Niederlagen, 5 Unentschieden. Aber meine Gegner hatten 3 Fragen mehr richtig, nämlich 26 und ich nur 23. Ja, und jetzt kommen wir zur Tabelle, da hat sich wieder einiges verändert. Draußen im Kühn jetzt Erster mit 34 Punkten, knapp dahinter Kunst und Kultur mit 33, also die kämpfen so ein bisschen ja, um den ersten Platz in Staffel Nummer 1. Dann Platz 3, die 2000er mit 28 Punkten, dann dahinter Comics und Bücher und Wörter auf den Plätzen 4 und 5 mit jeweils 27 Punkten. Dann Glaube in Religion und Essen und Trinken mit jeweils 25 Punkten. Macht und Geld, Wunder der Technik und Rund um die Welt haben jeweils 24 Zähler. Musik und Hits 23, Medien und Unterhaltung 21, dann Computerspiele und im Labor mit jeweils 19, Kinofilme und Zeugen der Zeit mit 17, Sport und Freizeit hat 13, Körper und Geist 12 und TV-Serien 10 Punkte. So sieht es aus. Jetzt sind auch alle Kategorien im zweistelligen Punktebereich, nachdem TV-Serien wirklich ein Sieg gelungen ist. Ja, einen Durchgang haben wir jetzt noch, bis wir wirklich alle drei Tabellen miteinander verrechnen. Und das wird, denke ich, dann auch ein ziemlich interessantes Video werden. Und somit sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Also bis dann und ciao.